Willkommen bei American Bakery in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Einhorntorte für eine sehr verspätete Geburtstagsfeier von einer Cousine von meinem Mann. Ich habe jetzt vier Böden gemacht und die sind vier verschiedene Farben. Die sind pink, türkis, lila und weiß. Und dann machen wir die kleinen Augen und den Einhorn, die kleinen Ohren obendrauf. Und ich freue mich total, weil ich habe noch nie eins gemacht. Und legen wir los. Ich fange an mit ein bisschen Vorbereitung. Ich muss das Horn und die Ohren vorher machen, um sie trocknen zu lassen, bevor ich sie auf die Torte tue. Ich knähe Blütenpasta mit weißem Fondant, um eine 50-50 Mischung zu machen. Die Blütenpasta wird helfen, dass es härter und schneller austrocknet, und das Fondant hilft, dass es elastischer ist und leicht damit zu arbeiten. Dann rolle ich es aus in einer langen spitzen Schnur und wickele es um einen Spieß. Ich fange mit der Spitze an und wickele das darum bis ganz unten. Ich fand es ein bisschen zu lang, also schnitt ich es zurecht. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Stücke nicht zusammenkleben wollten. Das Horn war sehr unstabil. Ich versuchte es zusammenzukleben mit essbarem Kleber und lasse es trocknen, um zu sehen, ob es ein bisschen stabiler wird. Dann rollte ich meine 50-50 Mischung aus und schnitt daraus drei Ecken minus ein bisschen von der Seite, um die Ohren zu formen. Ich mache sie so nah an gleich groß wie ich konnte. Dann schnitt ich ein paar kleinere Dreiecken, wieder ohne die Seiten, um das innere Ohr zu formen. Ich klebte sie zusammen mit essbarem Kleber. Dann wickelte ich sie um meinen Fondant-Roller, um so in der Form trocknen zu lassen. Das Horn, das ich vorher gemacht habe, hat gar nicht funktioniert. Guck das mal an. Es fällt auseinander. Ich habe mich entschieden, weil es sowieso nicht so gerne mochte, war es Zeit, von neu anzufangen. Ich rollte noch eine Schnur, aber diesmal, anstatt es auf einen Spieß zu wickeln, habe ich es um sich selber gewickelt. Unten angefangen, dann um es ein bisschen ebenmäßiger zu machen, rollte ich ein bisschen auf den Tisch. Dann schob ich vorsichtig den Spieß mit dem stumpfen Ende zuerst in das Horn bis ungefähr die Mitte. Diesmal war es offensichtlich, das Horn war viel stabiler als das erste Mal. Dann, weil die Ohren schon trocken waren, malte ich sie an. Ich mischte goldene Pulverfarbe mit Alkohol, um eine essbare goldene Farbe zu machen, und malte die mittleren Ohren an. Dann, nachdem das Horn einen halben Tag trocknete, malte ich es mit goldenen Farben an. Okay, ich habe das Horn auf zwei Becher mit dem Spieß dazwischen und die Becher tragen das Gewicht des Horns. Ich verbessere die goldene Farbe auf das Horn und lasse es trocknen. Jetzt sind wir endlich beim Kuchen. Ich baute die Schichten von guten Vanillekuchen, angefangen mit lila unten, dann weiß, dann türkis, und endlich pink. Ich füllte die Schichten mit der dünnsten Schicht Buttercreme, um zu verhindern, dass sie zu süß wird. Dann, weil die Seiten nicht eben waren, schnitt ich sie zurecht, damit sie alle gleich groß sind. Es zeigte auch die schöne Farbe, die drinnen sind. Dann verzierte ich die Torte mit Buttercreme und kühlte es. Ich versierte sie nicht nochmal, weil die Torte mit Fondant decken wollte und die Verzierung ist sehr süß, also wollte ich nicht so viel benutzen. Nachdem die Torte gekühlt war, rollte ich mein weißes Fondant aus und deckte die Torte damit. Ich glättete es mit meinem Fondantglatter und meinen Händen
und schnitt das Übrige von dort ab mit einem scharfen Messer. Mein Mann sagte, sie sehe aus wie ein Sommerhut. Ich benutze drei Farben von Fondant, um sie zu dekorieren. Dieselben drei Farben von Innenleben, Pink, Lila und Türkis. Ich fing an, das erste Stück Haar zu machen und danach wollte ich die Augen zuerst platzieren. Also rollte ich eine dünne Schnur aus Lila und machte zwei Bögen, die ungefähr gleich groß waren. Dann klebte ich sie auf die Torte mit essbarem Kleber. Zuerst habe ich die Wimpern innen getan, dann erkannte ich, dass sie eigentlich draußen hingehörten. Jedes Auge kriegte zwei Wimpern auf der Außenseite des Augens. Dann platzierte ich das erste Stück pinkes Haar und wickelte es auf die Torte ein bisschen runter auf einer Seite. Dann mache ich das gleiche mit meinem lilanen und türkisen Fondant. Die anderen Haarstücke sind kürzer und werden nicht so viel gewickelt. Dann platzierte ich die Ohren und schnitt ein Stück Haar, damit das Ohr darauf passt, und platzierte das Horn in der Mitte. Ich weiß, dass sie nicht perfekt war, aber ich fand sie trotzdem toll. Das Geburtstagskind war begeistert und so glücklich, ihre zwei Lieblingsfarben drauf zu sehen, Lila und Türkis, sowie ihre Lieblingsfigur, ein Einhorn. Während ich die goldene Farbe vorbereitete, versuchte ich nur ein kleines bisschen zu machen. Aber unabsichtlich tat ganz viel Farbepulver auf meine Palette und musste versuchen, es sauber zu machen.